Einen wunderschönen. Ich hoffe, ihr seid gesund, munter. Naja, munter sind die meisten nicht. Ich weiß, der Kopf ist schwer. Und dafür gibt es ja auch die Videos auf YouTube, damit ihr euch vielleicht hier so ein bisschen wiederfindet. Ich würde sagen, ich gehe immer ganz unbefangen hier ran. Ja, ich mache mir nicht mal einen Kopf oder eine Platte, um was es gehen soll oder würde. Aber ganz hilfreich wäre es ja diesmal, so dass ihr euch selber jetzt fragt, was ist so das größte Problem, ja? Ist es das Loslassen? Ist es das Nachdenken an eine bestimmte Person, an den Herzmensch? Wie komme ich vielleicht vorwärts? Warum ist denn das hier so? Das ballert mir schon wieder mein Gehirn hier so halb weg. Einfach mit dem Thema, mit was ihr gerade zu tun habt, wo ihr eine Antwort vielleicht wissen wollt oder euch einfach eine Bestätigung abholen möchtet. Und ja, dann lassen wir die Karten springen. Ihr wisst, verantwortlich seid ihr letzten Endes dafür, ob ihr hier was mitnehmen könnt, rausnehmen könnt, ob es euch weiterhilft. Wir gucken einfach mal. Jetzt wirklich an das denken, was du im Kopf hast. Mach dir Gedanken oder drücke auf Stopp, wenn dir das zu schnell geht. Befasst dich mit der Frage, mit der Situation. Und dann würde ich einfach nur die Engelkarten befragen, die Engelhelfer, was dir die Karte sagen würde in deiner jetzigen Situation. Du stellst dir die Frage und wir warten einfach auf die Antwort, die für dich rauskommt. Tschüss. Mama? Ja? Tschüss. Tschüss. Mua. Vielleicht habt ihr das im Kopf. Tschüss sagen, Abschied nehmen, endgültig vom Inneren, ja? Oh, du scheint hier aber... Da ist sie. So. Es kam, sei eindeutig. Wenn ich es für dich formulieren darf, sind das vielleicht Situationen, die dich immer wieder so hin und her in Gedanken, soll ich nicht, habe ich das Richtige getan, habe ich das Richtige gemacht. Gestern ging es mir wieder mal powerstark gut. Heute denke ich mir wieder, Mann, du hast zu viele Selbstzweifel, kommt mir schlagartig hoch. Ja? Mit dem Wort sei eindeutig, mit dieser Information von diesem Stapel. Du musst wahrscheinlich mehr lernen, wenn eine Entscheidung fiel, für dich im Kopf, wenn du noch mehr dahin tendierst, immer mehr zu sagen, hätte nicht mit uns geklappt oder diese Situation hätte nicht geklappt, dann wieder reinkommst in, naja, vielleicht habe ich zu wenig gegeben, vielleicht hätte ich noch warten sollen in irgendeiner speziellen Situation oder die, die mit deinem Herzmensch zu tun hat, ob familiär oder freundschaftlich, liebestechnisch. Sei eindeutig und zwar zu dir selbst. Und wenn das Leute betrifft, die noch in einer Beziehung stecken und wirklich mit sich sehr lange rumhadern, soll ich nicht, muss ich mir das geben, muss ich mir das nicht geben, so viele Tipps von allen Seiten wahrscheinlich und ihr habt ein Gefühl, wo du immer wieder so zurückschwankst. In dieser Legung geht es um sei eindeutig und zwar erstmal in erster Linie zu dir selbst, damit du das auch verkörpern kannst, damit es Zeit wird, auch das zu manifestieren, in die Transformation zu gehen und wirklich zu sagen, okay, hat ja jetzt keinen Sinn mehr, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Das, was mir reinkommt, was ich fühle, ist genau gut so, egal welche gesellschaftlichen Strukturen, Gesetze, Regeln da dranhängen oder was andere meinen, mir einreden zu müssen, was für mich besser wäre und was nicht und ob ich von vorne anfangen soll oder nicht. Sei eindeutig zu dir selber. Das ist das Thema, ja? Und automatisch bist du auch energetisch wieder irgendwie verbunden mit, du zeigst deine Eindeutigkeit auch den anderen Menschen, die dich vielleicht verunsichern oder demjenigen, der dich immer wieder zurückholt in diese Lage, wollen wir es nicht nochmal probieren oder ich warte und ja komm, jetzt lebe ich erstmal 2 Monate für mich. Vielleicht sieht es dann schon wieder anders aus. Du musst für dich eindeutig sein, ja, wirklich so
eine feste Entscheidung durchziehen und gar nicht großartig abwarten. Durch deine Eindeutigkeit vermittelst du automatisch dieses Gefühl wie, ja, das beste Beispiel für mich ist immer zu erklären, wenn jemand reinschaltet und denkt, du hast sie doch nicht mehr alle, wie soll das funktionieren? Mutter-Vater-Instinkte, ja. Wir haben nicht mal Mutter-Vater-Instinkte. Manche spüren sogar, wenn es dem Familienmitglied schlecht geht, ja, wenn da irgendein Unfall passiert oder wenn dem eigenen Kind irgendwas passiert oder es kommt später nach Hause, die Alarmglocken, man ist vorher schon unruhig, obwohl man noch gar nicht wissen kann, dass sowas passieren wird. Und das sind so diese Wellen, die man empfängt, die du dann, wenn du eindeutig bleibst und bist zu dir selber, wird das automatisch meistens rübertransportiert, ja? Ob da nun ein feinfühliger Mensch an deiner Seite war oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Für dich in erster Linie gilt das hier als Heilung, dir selbst einzugestehen, ab diesem Punkt mache ich mir nur was vor oder bin ich wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass für mich dieses Thema abgeschlossen ist, auch wenn es weh tut, aber ich muss meinen Weg, meine Strecke laufen. Sei eindeutig, damit auch andere ohne Kommunikation das verstehen, ja? Durch dein Tun, durch dein Handeln. Und wir haben hier den physischen Körper. Die Göttin Gaia wird dir hier rausgeschmissen oder rausgesendet. Hier gibt es noch mehr, ja, als nur den Geist zu benutzen. Der physische Zustand. Handeln, tun, auf dich achten, dich so geben, das Schöne wiedersehen. Seele und Körperliches oder physisches und psychisches zusammenbringen. Durch diese Eindeutigkeit wird das in eine Einheit gebracht, ergänzt, alles darf wieder fließen oder sollte wieder fließen, damit du auch das Schöne wahrnehmen kannst, ja? Das Ausleben auf dieser Welt und nicht nur geistig irgendwo stecken bleiben und nachdenken. Dieses, das ist ein Karussell, es macht mich irre, ja, diese Gedanken. Vielleicht bist du schon in der Verarbeitung drin, trotzdem ist es noch mal so ein Schwung für dich, wenn noch gar keine Entscheidung geschehen ist oder du dich kurz vor einer Entscheidung befindest, dann ist das noch mal so eine Bestätigung, ja, und für alle anderen, die schon entschieden haben oder die geschieden wurden voneinander, ist das ja einfach nur noch mal so ein Ratgeber, dass du in der Mitte oder das, was du gerade fühlst, weiterhin bleiben sollst, ja? Vielleicht warst du die ganze Zeit eindeutig oder bist in diesen Prozess reingekommen und die Engelsführerkarten sagen dir, ja, bleib da, sei weiterhin eindeutig. So, wir gucken mal vom Kipper, was da rausfällt für dich. Ich mache danach noch dein Gegenüber, nur für die Menschen, die es brauchen für sich, ja? Es kann auch sein, dass ihr hier einschaltet und wollt von eurem Gegenüber gar nichts mehr wissen. Bei dir ist es zu hohen Ehren kommen. Ist fantastisch. Du kannst deine Ziele hier erreichen, ja? Du musst aber auch eine physische Arbeit jetzt vorantreiben. Nicht nur geistig im Loch stecken bleiben und alles überdenken, die Pläne geistig natürlich ausarbeiten, aber dieses sei eindeutig ist für mich auch so eine große Kraftkarte. Zeig es, ja? Zeig es mit deinem Körper, zeig es mit dem, was dir in den Kopf kommt. Bringe das wirklich auf den Boden der Tatsachen und Tatsachen. Tue was dafür. Das ist so dieses, bleib da drin, geh nicht von deinem Weg, tue was dafür, damit du wirklich zu hohen Ehren kommst. Die richtige Richtung ist hier für dich absolut ein Wanderweg, ja, um zu hohen Ehren zu kommen. Noch befindest du dich vielleicht unten beim Häuschen, aber du siehst einfach, oder wenn du es noch nicht siehst, wartet auf dich ja einfach dieses Schloss, ja? Das Schönere, was du jetzt endlich mal wieder, ich sag nicht, dass alles komplett schlecht war in deiner Beziehung oder für das, wo du gerade einschaltest, aber das ist so das Ziel. Du musst da erstmal aus diesem Tal rauskommen. Ist ja ganz normal, dass du da unten klemmst und klebst und alles erdrückt. Und du gar keine Sicht oder Weitsicht auf das Schöne, was noch kommen könnte, haben kannst. Aber wenn du durch diese Eindeutigkeit, die die Wege hier wirklich so frei machst, die Wege läufst, den Weg auch eindeutig weiterhin für dich machst, ja,
dass du hier nicht irgendwie, natürlich kann man sich verirren, aber man wird hier oben auch ankommen, zu hohen Ehren kommen. Dieses Ankommen, da wo du hin möchtest, gibt es eine Chance, wenn du zu dir selber eindeutig bleibst, dort anzukommen und dein Ziel auch zu erreichen. Weil das, wo du jetzt drin steckst, war es definitiv noch nicht. Da gibt es noch viel weiteres, ja. Viel Schöneres. Wahrscheinlich durch diesen Prozess auch viel, viel mehr Willensstärke gelernt, erlernen dürfen, so schwer wie sich das angefühlt hat. Upala. Und da eben bleib. Fall nicht zurück. Und wenn es eine Chance für dich geben sollte, sei eindeutig und bleibe dann auch bei deinen Regeln, bei deinen Gesetzen, wenn es überhaupt noch mal Sinn macht, mit jemandem in Kontakt zu treten oder beruflich irgendwas zu verändern. Du musst, ob du dich dafür entscheidest oder nicht, eindeutig sein. Ob es klappt oder nicht, du wirst so oder so zu hohen Ehren kommen, ja? Jeder Weg, der dich dorthin bringt, da zeigt dir einfach auch dein Ziel, den Erfolg, weil du eindeutig geblieben bist. Und dieses Nicht-Eindeutige ballert dich von links nach rechts. Du machst Umwege und du wirst erst später, wenn du vielleicht kaum noch Kraft hast, an dein Ziel kommen, ja, weil du gemerkt hast, so, nee, ich komme hier nicht raus. Aber du könntest es kürzer haben, indem du wirklich für dich einfach sagst, es ist so, es war so, ich möchte das so. Und auch wenn ich wieder schwächle, ich muss in meiner Linie bleiben. Egal wie viele Chancen, wie viele Versuchungen zu mir kommen oder ich haben könnte oder zurückgehen könnte, sei bei dem, was du fühlst, was du möchtest, wo du hin möchtest, eindeutig. Wir haben Page der Stäbe, na, ist doch wunderbar. Also für die Legung sei eindeutig, um zu hohen Ehren zu kommen. Das ist doch hier wirklich dieser Bube sozusagen, ob Mann oder Frau zuguckend, ja, der anfängt, sich mit neuen Sachen zu befassen, sich auch anhand der Lupe kann man das hier schön sehen, diese Beobachtungsgabe jetzt wahrnimmt. Das Neue. Man sucht hier fast zu hohen Ehren kommen, ja, wie komme ich dahin? Nur wenn ich eindeutig bleibe. Und das wird hier der kleine Page oder Bube eben lernen. Auf der Reise in diesem Kartendeck sozusagen stellvertretend für dich. Auch wenn du neu anfängst, du hast ja Altes schon geschafft, ja. Es gibt immer wieder neue Kapitel, die ihr umschreiben könnt, die etwas länger dauern. Es gibt Kapitel, die gehen aber wirklich schnell zu Ende. Und da sucht sich der Page der Stäbe neue Wege, wird auch begleitet, ja, wenn man sich das hier so anguckt. Aber du guckst jetzt einfach, du guckst dich ein bisschen um. Du guckst auch, ob du auf diesem Weg bleiben könntest. Du machst dir hier Gedanken. Da ist so eine Power, so eine Motivation. Das möchte ich unbedingt erreichen. Du siehst eigentlich schon dein Ziel. Das ist jetzt nicht so, dass du jemand bist, der nicht weiß, was ihn erwarten könnte, sondern das ist schon dieses zu hohen Ehren kommen. Du weißt schon, wo es hingehen würde, aber es wartet eben mehr, ja? Und du bist hier schon in so einer Energie drin, dass du hier mutig einfach auch mal in der Situation nachdenkst, okay, jetzt ist es langsam Zeit, wirklich einfach mal mehr zu beobachten und mehr zu verstehen. Dann habe ich auch die Kraft, diese Wege zu machen. Ich suche hier die Klarsicht, ich suche hier die Weitsicht, ja, um zu hohen Ehren zu kommen. Und du bist hier mit der 5, mit dem Hierophanten gerade gesegnet, ausgestattet, was sehr schön ist. Es geht sehr in die Tiefe, ja. Aber alles, was du hier erlernt hast, erfahren musstest, sammelst du für dich, bringst du vielleicht auch wirklich in dein Buch die Weisheiten, was daraus resultierte, welche Ergebnisse, welche Erkenntnis kam hier hoch, ja, damit du wirklich zu hohen Ehren kommen kannst. Du machst dir hier noch tiefsinnigere Gedanken. Meistens auch in Stille oder in dunklen Abendzeiten, nachts. Vielleicht verarbeitest du auch einiges im Traum, im Schlaf, wie auch immer. Aber du guckst, was an Weisheiten, was an Sachen oder an welchen Sachen bist du hier gewachsen. Dieses,
Was kannst du mitnehmen, wo du auch größer wirst? Ja, momentan sieht man ja hier ein kleines Mädchen und die Eule, die Weisheiten sind einfach größer. Daran wirst du wachsen, ja? Also so ist es ja nicht möglich, auf der Erde eine Eule zu finden, die größer ist als ein Mädchen, was auf dem Baum sitzt. Aber du wirst hier an den ganzen Weisheiten, die eigentlich mehr überwiegen, aus diesem ganzen Prozess, den du hier erfahren musstest, durftest, mitnehmen, um zu hohen Ehren zu kommen. Und da geht es einfach so in deine Richtung, ja, diesen Durchblick behalten. Vielleicht denkst du auch so, ja, wie soll ich das schaffen? Ich schwächle wieder, ja. Aber dann kommt ja auch das hier wieder, sei eindeutig. Solange du eindeutig zu dir bleibst und dir sagst, ja, ich bleibe jetzt dabei, mich kriegen keine 10 Pferde mehr hin, auch durch Nachrichten nicht, auch wenn ich wieder zurückdenke, ach nee, soll ich doch lieber, bevor ein anderer. Sei eindeutig zu dir und du wirst diesen Prozess hier gehen mit der Klarsicht. Du suchst nach der Klarsicht und auch das, was du hier erlebt hast, wird dir helfen, auch wenn du es vielleicht gerade nicht glaubst. Aber es wird dir helfen, hier den Weg zu finden und natürlich auch draus zu lernen. So, wir gehen weiter. Wir haben 10 der Schwerter. Sehr viel Psychisches, ja, was dich hier bedrückt. Habe ich am Anfang, glaube ich, auch gesagt, dieses, es brummt im Hirn, dieses Nichtwissen, Selbstwert, habe ich alles richtig gemacht? Was habe ich mir eigentlich antun lassen, ja? Du bist irgendwie auch in so einem Prozess hier drin, selbst auf dich sauer zu sein, was du alles mit dir machen lassen hast, diese Würde einfach. Dieses, du suchst hier nach Erklärung, hast immer noch mit diesen ganzen Sachen zu tun, die dich hier verletzt haben, die einfach noch mit drin sind. Du hast das Gefühl, du wirst diese Gedanken, diese Schwere einfach nicht los. Ja, Wörter, die sich reingesetzt haben, die hast du mitgenommen. Das klebt so und die Wortlaute, Ausdrücke, Sachen, die man dir an den Kopf geworfen hat, sind wirklich Emotionen. Da musst du in den physischen, ja, in den physischen Körper rein. Du musst hier lernen, mehr deinen Kopf auszuschalten, ja? Das ist so mein Rat an dich. Bleib hier eindeutig. Du musst deinen Kopf lernen, für eine gewisse Zeit auszuschalten und dir zu sagen, alles, was dich hier verletzt, waren Folgen aus der Verletzung deines Gegenübers. Alles, was hier nicht geklappt hat oder dich enttäuscht hat, waren meistens Situationen, die du erlernen solltest, ja, die oftmals nicht umsonst einfach da sind. Und hier das, was dich so kränkt, was sich so festgesetzt hat, was du auch bis heute mitnimmst und immer wieder darüber stolperst, wo du dir denkst, so, oh, verschwinde, verschwinde aus meinem Kopf. Ich will's nicht, ja, ich will's nicht mitschleppen, das Mentale. Verstehe, dass es nur Emotionen sind. Das sind nicht die wahren Wörter, die man dir ins Gesicht klatschen wollte. Die man hat oftmals als Gegenüber auch gar nicht das Empfinden oder die Wahrnehmung, was man damit anrichtet. Eventuell du genauso wenig, weil du deins für weniger schlimmer empfindest in Situationen oder Streitereien. Du kannst trotzdem nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass deins nicht weniger schlimm war als das, was du bekommen hast. Das ist eine Wahrnehmung, ein Emotionsknall, ja. In Emotionen, gerade wenn sich das so manifestiert oder emotional irgendwas auseinandergebrochen ist, ist, glaube ich, das Schwierigste, dass es da dieses Ende gab. Keine richtige Aussprache, Enttäuschung, Wut, Erwartungen wurden nicht erfüllt. Dieses Emotionsdesaster eigentlich ist das, was bei dir im Kopf hängen blieb, hängen bleibt. Deswegen auch der Engelsführer sei eindeutig. Ja, du hast es mitgenommen, du hast schlimme Sachen gehört, du hast Sachen gehört, wo du dachtest, kann nicht wahr sein. Was für ein undankbares Stück. Genau das Gleiche hat man aber auch über dich gedacht. Und nicht, weil ihr zwei undankbare Stück Punkt, Punkt, Punkt seid, sondern weil es die Emotionen sind, weil die Erwartungen nicht eingetroffen sind, ja. Man äußert einen Schmerz
in verbaler Kommunikation, aber auch nicht mehr in diesem und auch nicht mehr in diesem. Man hatte da einfach keine Klarsicht. Man war da wirklich du wie dein Gegenüber oder du wie diese Situation völlig zu, völlig am Ende. Da war kein Platz mehr für ordentliche Sätze, um nachzudenken, wie es dir geht. Andersrum genauso, da war kein Platz mehr, um auf den anderen Rücksicht zu nehmen aus Empathie. Es war einfach ein Emotionsexplosionsgeschehen, ja? Die Zeiten. Auch hier kommt nicht umsonst die Angabe, sei eindeutig. Das scheint ein Punkt zu sein, den du oftmals übergangen hast in der Situation, die dich heute quält. Weil du, das ist nicht vorwurfsvoll, aber dein Geist wollte zurück in die Vergangenheit, ja, um auf Spurensuche zu gehen, um zu verstehen, was ist mit uns passiert, was habe ich dir getan, bin ich wirklich so schlimm? Das sind alles so die Sachen. Und die 10 der Schwerter könnte aber auch eine Angabe sein, dass du gerade in so einem Prozess bist, dass du dich findest, dass du eins nach dem anderen sogar auflösen kannst mit dieser Eindeutigkeit und zu hohen Ehren kommen. Du hast vielleicht eins schon aufgelöst und hast gemerkt, so, oh, fühlt sich befreiend an. Es liegt nicht nur an mir oder generell die Situation hat uns beide zum Platzen gebracht. Wir haben uns beide ab einer gewissen Zeit gar nicht mehr respektvoll behandelt. Wir haben uns auch nicht mehr geschätzt, weil jeder von dem anderen das Gefühl hatte, wir können auch ohne einander. Ja, das kann sogar zweischneidig so rausgesendet worden sein. Du, ich kann ohne dich. Naja, was denkst du denn? Ich doch ohne dich auch. Da war schon vielleicht so eine Lücke, ja, wo jeder so gekränkt war, ach, hat sie nicht gesagt und ein anderer, ach, hat er nicht gesagt oder ist nicht wahr. Und ab so einem Punkt ist dann natürlich auch die Enttäuschung, ja, man ist sich gar nicht bewusst, was man daraus gesendet hat, aber ihr wart beide vielleicht oder in der Situation war keine Eindeutigkeit vorhanden und ihr habt euch mit den Resten rumgeschlagen, die wirklich nur noch wehtun. Und das ist so dieser Prozess, den du immer noch in deinem Kopf wahrscheinlich mit rumschleppst. Und dann haben wir hier 8 der Stäbe. Das ist wirklich so deine Energie, die momentan hier durchkommt. Ja, also dein Wille, die Stärke, hier dich selbst zu motivieren. Und mehr eindeutiger geht es fast gar nicht. Du zeigst dir wirklich, dass du mit Power und Stärke vorwärts kommst und das auch alleine. Du hast dir regelrecht diese Schirme aufgebaut, um wegzufliehen, zu flüchten, verarbeitest aber alles super gut mit dem Hierophanten in der Linie gerade momentan. Also die Stärke, die Power ist dir dafür gegeben, diesen Verarbeitungsprozess hier wirklich fast schon abschließen zu können, ja, oder wenigstens wieder eine Nadel aus deinem Kopf wegzukriegen. Dass es dann irgendwann nur noch 2 der Schwerter ist und du wirklich nur noch vor einer Entscheidung stehst. Und das ist hier ein schöner Prozess. Wir gucken mal weiter, was noch... Ach Mensch, wir haben hier die Stärke und das Rad des Schicksals. Also, du bist ja eigentlich von Glück gesegnet jetzt hier gerade, ja? Also du hast hier eine Power, einen Powerschub. Wenn du dieses sei eindeutig wirklich für dich ernst und wahrnimmst, kannst du mit dieser Kraft hier absolut profitieren und rausgehen. Rat des Schicksals schickt dir jetzt wirklich nochmal Power. So dieses komm, du schaffst es. Ist nicht mehr viel, ja? Oder komm, du schaffst es. Du musst jetzt hier raus. Also jetzt ist irgendwann Schluss. Reicht. Kannst dir noch so oft die Antworten stellen. Die Fragen stellen, die Antworten helfen dir in diesem Prozess nicht unbedingt weiter, ja, weil du bräuchtest dein Gegenüber oder dann zu wissen, sagt mein Gegenüber mir gerade die Wahrheit oder sind das wieder Antworten, die mir wehtun sollen, aus Verzweiflung, aus Wut, aus Enttäuschung demjenigen selbst gegenüber. Du könntest mit den Antworten, die du hören möchtest, hier niemals umgehen und wissen, ist das die Wahrheit oder ist es wieder gelogen, damit ich mich schlecht fühle, ja. Also du kriegst hier so einen Powerschub. 8 der Stäbe und den Löwen, die Kraft mit dem Löwen gekennzeichnet. Du schaffst das, ja. Das ist jetzt hier so ein Prozess.
Du musst in der Hauptenergie einfach nur eindeutig sein und dann wird dir der Bubu oder Page der Stäbe die Erleuchtung und die Klarsicht hier bringen. Ganz egal, was hier bevorsteht. Du musst es nur nutzen. Du musst hier eindeutig zu dir selber bleiben. Nicht für andere. Und auch nicht so denken, na, der wird schon sehen oder sie wird schon sehen. Ich bleib jetzt so. Das wäre wieder eine Sturheit. Das wäre wieder ein Erwarten. Wir testen jetzt mal wieder eine Phase. Dir ist ganz egal, wer oder was von dir jemand denkt in diesem Prozess. Du musst für dich eindeutig sein. Du bist dir das schuldig, ja? Nur wenn du für dich eindeutig bist, kannst du damit auch ehrlich funktionieren im Inneren. Dann kannst du dir die ganzen Prozesse auflösen. Aber nicht, wenn du so denkst, okay, jetzt zeige ich es ihm oder ihr mal wieder, ja? Das ist dann wieder dieses, ich handle aus Empathie. Dann habe ich wieder 10 der Schwerter im Kopf, weil wir müssen ja erstmal gucken, welche Taktik. Und wir wollen hier nicht in der Taktikerlinie bleiben, weil die noch enttäuschender ist als alles andere. Du musst hier wirklich einfach nur dir selbst sagen, ich bleibe bei meiner Entscheidung oder die Entscheidung, mit der ich zu tun habe, die wird jetzt durchgezogen, weil lange genug komme ich hier nicht auf das Endergebnis, ja? Und ja, weil du vielleicht immer wieder tendiert hast, geschätzt hast. Was passiert dann? Dann kommt ja mal wieder eine Zeit, da erlebe ich bestimmt wieder was Schönes, lassen wir erstmal Gras drüber wachsen. Wirklich den physischen Zustand mit dem Geist hier arbeiten lassen und eindeutig sein. So, deine Sicherheit, die dir vielleicht hier momentan auch des Öfteren fehlt, ja, vielleicht eine Einsamkeit erlebst oder auch wieder hier so ein bisschen denkst, man wird doch nie was und ich habe doch wirklich nur diesen Zusammenhalt gesucht, diese Stabilität, diese Sicherheit, die wird zurückkommen. Die wird zurückkommen und wir haben hier auch den Eremiten. Das heißt, für dich werden hier teilweise auch Erleuchtungen kommen. Für mich ist das diesmal auch wieder sehr, sehr positiv, weil sie ziemlich weit hinten kam von der Legung. Du bist hier fast schon belohnt, dass du dich dann zur Ruhe setzen darfst, weil du eindeutig geblieben bist. Das fängt hier an, wirklich neue Strategien, das ist schon fast so das Endstadium, neue Strategien für dich entwickeln. Wieder dich zur Ruhe zu setzen, hier versteckt sich aber auch keiner. Ja, das ist so wirklich, ich zeige mich physisch, lasse aber trotzdem nochmal alles durchleuchten, bevor wir dann in den Pagenmodus wieder reingehen. An dem wollen wir ja wachsen. Wir wollen ja nicht im Pagenzustand bleiben. Die Energie, das anfangen zu wollen, wir wollen ja die Klarsicht erlangen. Und ich glaube, das wechselt hier spätestens in dem Prozess wirklich dieses ab. Du möchtest eine Klarsicht finden, möchtest auch wissen, wie einzelne Wege weitergehen. Und wenn du hier dann angekommen bist, wirst du auch nicht lange hier oben sitzen, ja? Du hast hier eine Weitsicht, wenn man sich die Darstellung mal anguckt. Du kannst dir höher gucken als ein anderer, weil du hast es geschafft, auf dem Leuchtturm hier zu sitzen. Du wirst hier zur Erkenntnis kommen, du wirst nachdenken. Wozu war der Schritt gut? Was habe ich vielleicht durch diese Situation hier erleben können, was ich sonst durch meine fehlende Eindeutigkeit gar nicht gesehen hätte? Ja, das ist nochmal so ein, vielleicht belächelst du dich in den Situationen selber und sagst zu dir selber, Mensch, irgendwie war ich ja ein bisschen bescheuert, ja, aber egal, heute kann ich drüber schmunzeln, ja, ich habe mich ja auch nicht sonderlich toll verhalten oder mein Gott, wie stur ich doch war und auf was ich stolz sein kann, ist, an was ich geglaubt habe, wie viel Hoffnung in mir steckte, wie viel Kraft ich gehabt hätte für eine Person, für die Situation. Ja, das ist doch toll, dass du das hier noch im Türmchen findest, sozusagen im Leuchtturm, im Eremitenzustand, wo du für dich selber einfach auch nochmal alles so durchwanderst, wie was gekommen ist. Du fängst hier wirklich an, schon fast zu verarbeiten. Aber du siehst auch in diesem Prozess wirklich die Klarsicht und auch das Eindeutige. Hier kommt schon fast gar keiner mehr an dich ran, um dich hier irgendwie zurückzuholen, dir Sachen einzureden, dich zu manipulieren. Du schützt dich hier selber und gehst wirklich so in die tiefe Erkenntnis. Mensch, durch meine Eindeutigkeit bin ich auch wirklich nur noch ein Nähr, wortwörtlich, und sehe, was meine Fehler waren.
ob es zu lange war, ob es zu viel Geduld war, ob es fehlende Grenzen waren, die dich hier runter bewerten lassen haben. Das wird alles nach und nach kommen und du fühlst dich auch physisch im Körper ganz anders. Ja, also das ist auch nochmal so ein festgesetztes Ziel von dir, dich physisch stark zu fühlen und damit zu hohen Ehren zu kommen. So, wir legen noch eine Kipperkarte, dann gehen wir in dein Gegenüber, weil dein Prozess ist jetzt hier erstmal völlig frei. Sei eindeutig zu dir selber, automatisch auch für andere, die das spüren und rüber transportiert bekommen. Sag klare Grenze, nein, du bist zu weit gegangen. Wenn wir dir nochmal eine Chance geben sollten, spüre ich, das wird nichts, ja. Ich würde mich selbst verraten, verkaufen, was auch immer. Du bist hier angekommen in der Eindeutigkeit dir selber gegenüber. Auch, dass du mal hier wieder in diesem Punkt ernst genommen wirst, weil du dich ernst nimmst. Nur das funktioniert dann, ja. Wir haben hier eine Verbindung und die Hauptperson. Das ist also das, was dich die ganze Zeit beschäftigt. Eher weniger Berufliches oder Privates an sich, was vielleicht hier so deine Situation verändern könnte. Das folgt dann wirklich alles erst nach dem Eremiten. Hier ging es wieder wirklich ganz stark. Eine Verbindung, die Ehestandskarte, ob ich sag zu allen Menschen, die du verloren hast, lieben möchtest oder wo hier irgendwas passiert ist, ist das Hauptproblem Nummer eins. Hier hat dich die Hauptperson geprägt und das gilt es in die Waagerechte zu bringen, in die Balance, ja? Egal, was auch immer. Auch hier sage ich sehr, sehr stark, wenn ganz, ganz tiefer Hass bestehen sollte, nicht bei allen ist das der Fall, versuche, den Hass umzuwandeln in ich wünsche dir trotzdem alles Schöne, ja? Weil das Gift soll raus. Du sollst das Gift nicht mit in dir tragen, in Wut, Hass, Enttäuschung. Egal wie ungerecht man dich hier vielleicht behandelt hat, Lügen erzählt hat, womit man weiterkommt, wo andere vielleicht ein falsches Bild von dir in diesem Moment haben, weil ein anderer damit hausieren geht und es so rüberbringt, als wäre das alles wahr, scheiß drauf. Das ist für dich einfach nur Gift, ja. Du hast dich vielleicht schon mehrere Male gewehrt, aber hier, du, ich wünsche dir einfach alles Gute, weil du mit gutem Gewissen sagen kannst, sollte sich dieser Mensch nicht ändern, der dich hier so kaputt gemacht hat oder kaputt gespielt hat, der kann nur für sich selbst hoffen, dass es ein guter Weg wird, ja. Weil in der Energie, die du hier bekommen hast, gespürt hast, kannst du eigentlich felsenfest eindeutig zu dir sagen, den Weg möchte ich gar nicht, ja. Ohoho, da kriegst du Angst, da kriegst du Schütteln, weil es werden nächste Menschen kommen und auch diese Charakterzüge einschätzen, bemerken, abbekommen. Und solange dieser Mensch das noch nicht eingesehen hat, sagst du dir lieber, okay, ich verzichte dankend drauf, ja, auch wenn ich es zuerst gar nicht gesehen habe, aber ich bin jetzt eindeutig, ich verzichte, ich bin in diesem Stadium, ich verzichte einfach auf das Leid. Ich wünsche dir ein schönes Leben, damit das Gift hier zurück zum Absender kann und wer möchte und kann, dem wünsche ich alles Gute mit dir, ja, aber nicht mehr mit mir. Ich bin am Aufbauen. Ich bleibe jetzt eindeutig, egal ob da noch was kommt, eine Entscheidung oder eine Frage. Ich bleibe eindeutig. So, für dich gibt es noch hier eine Orakelkarte, eine Konkurrenz, ein Kriegerführer. Huhuhu. Also damit hattest du vielleicht sehr stark zu tun. Vielleicht auch mal ein bisschen umdenken. Sollte es hier wirklich ein Denken geben, dass du hier sehr oft in Konkurrenz verfällst, der eine könnte besser sein als der andere, die neue könnte besser sein als du, gar nicht nötig, ja? Du bist hier, du kannst hier ein Führer sein. Ein Führer hat keine Konkurrenz, ja? Und wenn du es nur für dich selber bist. Also da wären so die Baustellen, die nächsten, die du abarbeiten könntest oder mit reinarbeiten könntest. Wenn du zu dir eindeutig bist, hast du gar keine Konkurrenten, ja? Das könnte ja auch nochmal so reinspielen. Wenn du zu dir eindeutig bist, dass du das verkörperst, das ausleben möchtest, dass das deine moralischen Werte sind, dann gibt es keine Konkurrenz. Dann musst du eindeutig bleiben und sagen, okay, einige Sachen von mir werden nicht akzeptiert.
erbaue und erschaffe keine Konkurrenz, ja? Das ist egal. Die Konkurrenz wird sich mit dir nicht mehr messen können, wenn du eindeutig bleibst. Das ist das Ziel, das ist der Grund, was hier für dich sehr prägnant einfach da ist, ja? Eindeutigkeit. Nicht wieder zurückrudern, nicht wieder, ach Mann, komm, ich probiere wieder. Wenn dir danach ist, mach es, aber komm auf jeden Fall zu dem Punkt, dass du eindeutig hier bleibst und du merkst, wie du nach Tagen, nach Wochen an dieser Eindeutigkeit einfach selber extrem wachsen kannst, ja? Das kann ich dir mitteilen. So, für alle, die jetzt dranbleiben wollen und neugierig sind, was passiert da so auf der anderen Seite mit dem anderen Menschen, für den du guckst, dein Gegenüber? Auch hier sage ich, natürlich können die Legungen vertauscht sein, ja? Aber ich habe es vom Instinkt einfach immer am liebsten, dass ich für dich Zuguckenden immer die erste Wahl habe, ja, so. Aber wenn man sich im zweiten Stapel befindet, würde ich schon fast sagen, nee, dann ist es nicht deine Legung. Aber kann ich ja auch nicht sagen. Ich sage nur vom Empfinden her, will ich das nicht so gerecht machen, dass die Rollen vertauscht sind, sondern vom Gefühl her bist du immer für mich die Person, die ich anspreche in der Kamera. Also, aber es kann sein, ja, sind ja nur allgemeine. Dein Gegenüber, der Zeitpunkt stimmt mal wieder nicht. Das war auch die Angabe, falls du, egal auf welche Frage, eine Antwort suchst, das brauchst du nicht von deinem Gegenüber zu hören oder auch wenn bestimmte Schritte nicht so eingetroffen sind in der Berufsbahn oder in der Familie, die richtige Antwort, die man dir vielleicht trotzdem noch verheimlichen würde, der Zeitpunkt stimmte nicht. Es lag nicht an dir, dass du nicht stimmtest. Der Zeitpunkt stimmte nicht für alles, was hier verantwortlich war in dieser Liga, dass es auseinandergekracht ist, ihr Lieben. Och Mensch, hier ist aber jemand mitteilungsfreudig. Hier hat jemand niemanden zum Quatschen, ja? Hier will jemand gleich raus. Oh, er ist oder sie ist auf der Suche nach der Wahrheit. Hier wird jemand ins höhere Selbst transportiert, aber ohne zu fackeln, ja? Schon fast die Energie, falls ihr das auch merkt, komme ich voll bescheuert vor. Falls ihr das auch merkt, diese Energie, diese Magic, ja. Aber ich kann es nur so sagen, das ist so, hier will jemand einfach nur selbst die Wahrheit wissen. Auch wieder, was ist hier passiert? Warum stimmte der Zeitpunkt nicht? Vielleicht ist man hier selbst nach der Suche und hat eben die Antwort auch nicht, weil das ist ja die Engelbotschaft, ja. Der Zeitpunkt stimmte nicht. Jetzt ist man hier auf der Suche, um selbst zu wissen, warum hier was nicht funktionierte. Warum war hier eine Disbalance zwischen euch? Hier ist man auf Wahrheitssuche. Hier macht man sich immer mehr Gedanken. Warum ist das so gekommen, ja? Auch wenn man vielleicht auch wieder jemanden neben sich zu sitzen hat und ihr genau da wieder hin denkt, oh Gott, ich wäre so gerne diejenige, die neben ihm sitzen wollen würde oder andersrum. Mann, scheiß doch drauf. Kann doch sein, dass die zwei zusammensitzen und sich auch gerade streiten, ja? Das ist hier so eine Energie. Eindeutig bleiben. Nicht zurück. Das Vergangene gibt es nicht mehr, ja? Das ist schon abgeschlossen. Die Zeit ist schon fließend an dir vorbei. Und du solltest lernen, nach vorne zu gucken. Da, wo du mit in den Fluss gehst. Hier ist man drin und wenn man eine Wahrheit sucht, dann ist es nicht unbedingt auch gerade einfach für denjenigen, sich zurechtzufinden, weil dann macht man sich ja Gedanken, ja? Warum wollte ich gerade die Kipperkarten wegmachen? So, der Hauptgrund, der hier interessiert. Kipperangaben. Also alles passiert hier im Wohnzimmer statt und es geht um dich. Du kommst hier selber rausgepoltert. Man sucht hier wirklich die Wahrheit. Ach so, war richtig rum. An Orten, wo ihr vielleicht wieder zusammengesessen habt, man wird dorthin denken an dich, hier wird man an bestimmte Situationen erinnert oder man hat sich wirklich an seine Lieblingsorte, die Person zieht sich an die Lieblingsorte zurück, um hier die Wahrheit über dich herauszufinden. Nun muss man natürlich erstmal dahin kommen, dass ebenfalls auch der Zeitpunkt nicht stimmte. Das weißt ja nur du als Einschreitender hier, ja? Vielleicht wird man hier auf die Schliche kommen, weil man hier sehr viel Zeit hat zum Nachdenken und macht sich tatsächlich Gedanken, was bei euch schief ging. Oder man kriegt hier eine Energie rein und denkt, warum auch immer, wir müssen auch das nicht wissen. Es ist eine rübertransportierte Energie, die jemand hier erfährt durch eine Trennung, vielleicht durch Schicksalsschläge, durch eine besondere positive Eigenschaft, die du
demjenigen hier geben konntest, die man jetzt vermisst und braucht und sich deswegen denkt, warum ist es eigentlich hier, was ist hier passiert, ja? So, wir haben auch hier 10 der Stäbe und wir haben den Gehängten. Also hier, oder die Gehängte, hier ist wirklich jemand im absoluten Wahrheitsprozess, ja? Hier sucht man wirklich nach der Wahrheit. Hier hat man sich abgeschossen, weggeschossen, also bildlich gesprochen, ja? Man hat hier Tage, Nächte, da möchte man nichts wissen. Man will auch irgendwie sich die Antwort oder die Fragen nicht stellen. Man versucht hier zu fliehen, aber man merkt, das ist wirklich ein Ballast, den man hier mit rumschleppt. Man hat hier sehr viel reingegeben, auch sehr viel geopfert. Also so fühlt diese Person. Man fühlt sich hier wirklich, dass man hier sehr viel auch gelassen hat. Und man trägt aber die Last immer noch auf dem Rücken, ja, sozusagen. Ich meine, es ist süß an oder süß veranschaulicht mit den Blümchen hier. Aber für mich auch so ein Hinweis, dass du vielleicht auch sowas oftmals vermisst hast. Das hat jetzt hier nichts mit der Blütenangabe zu tun, aber vielleicht hat ja auch jemand dir auch nicht so präsente übermitteln können, ja, so auf eine schöne Art und Weise. Und dadurch, dass man diese Präsente oder Blumen nicht weitergegeben hat, hat man sie stellvertretend innerlich seelisch gesammelt. Ja, das wurde immer schwerer. Was hättest du eigentlich geliebt oder geschätzt, wenn du das, was mal angefangen hat oder geendet hat, wenn das fortgeführt worden wäre, dass du ein Blümchen bekommst, ja, irgendwie stellvertretend für alle Präsente, für alle Dinge, die hier nicht ausgesprochen wurden, ist hier der Ballast auf demjenigen immer noch drauf und man versucht hier zu flüchten. Eigentlich ist es genau dieses Ding, du sollst eindeutig sein zu dir selber und jetzt fliegt das Ding hier, man will flüchten. Man hier selber versteht hier diese Eindeutigkeit überhaupt nicht, wenn du so funktionierst, ja. Das transportierst du demjenigen wirklich über diese Kraft, über... Ich will auch da keine Fragen wissen. Es ist einfach so. Energetisch, ja. Ich kann es mir auch nicht erklären, wie ich immer gefühlt habe, wenn es meinen Kindern schlecht ging. Wie ich andere Sachen gefühlt habe, eine Straße wechsel und dann genau auf der anderen Straße sich ein Unfall ereignet, an dem ich 2 Minuten vorher gewesen wäre. Man kann sich so eine Sache nicht erklären. Man sollte so eine Dinge einfach hinnehmen, dass wenn man so eine feine Antenne, die wir, glaube ich, alle besitzen, aber nicht jeder wahrnimmt, dass man das akzeptiert, dass es so ist, ja, dass wir nicht nur dumme Menschen sind, die in einer Gesellschaft hier wie Lemminge leben und eine Struktur ausarbeiten, dass wir zu viel mehr fähig sind. Aber das wird wahrscheinlich den meisten aus Kindergarten, Schule, da darf man noch träumen, da gibt es noch dieses, man darf sich alles erschaffen und in der Schule hört es dann irgendwann auf, da gibt es dann nur noch diese Regeln, ja, und alles andere, was drüber ist, gehört dann zu, du musst zur Therapie, du spinnst, du bist zu lebhaft, du bist zu ruhig, du hast ADHS und. Man wird gezwungen, dass man sich mit diesen Begabungen, sinnlichen Übersachen nicht beschäftigen darf oder auch keine Zeit hat, ja, oder auch daran nicht glaubt, weil man zu viel mit diesem Ballast hier der Blumen unterwegs ist. Und wir haben hier 5 der Stäbe. Also wenn auch wenn man sich davor flüchten oder retten möchte, man weiß hier, dass hier gespielt wurde, dass vielleicht derjenige mit dir gespielt hat, dass hier eine Logik, ja, das sind wirklich Schachzüge gewesen, wo vielleicht dein Gegenüber auch von dir erwartet hat, dass du in bestimmten Positionen so reagierst, wie man hier das ausarbeitet. Hier hat man versucht, dich auszuarbeiten, aus dir eine Person zu machen, die brauchbarer für ihn oder sie waren. Irgendwie hat das aber nicht funktioniert, weil du wahrscheinlich auch dort schon eine große Eindeutigkeit hattest. Du bist vielleicht so in diese Ebenen reingeschwommen, reingesprungen, hast es nicht gemerkt, dass du dich ändern lässt, weil es dann wieder eine schöne Zeit gab. Aber hier merkt man hat dich nicht so genommen oder man hat hier sehr viel verspielt, bespielt und auch Taktiken angewandt. Vielleicht auch, um Sachen zu verheimlichen. Das kann auch sein. Das wird gerade verarbeitet. Mann, so schnell kann ich die doch gar nicht halten. Die rutschen hier immer.
Und dann haben wir hier noch die Angabe Transformation Ast der Scheiben. Das ist hier auch. Hier lernt jemand eine Geduld, ja, den Wachstum beobachten. Hier hat jemand keine Geduld. Ihr habt hier einen Menschen vor euch liegen, der explosionsartig wirklich so schnell wie möglich, dafür hat man keine Zeit, wir müssen los, alles so eine Sachen. Wir können nicht so lange warten, wir müssen das jetzt tun oder gar nicht. Ich will jetzt eine Entscheidung von dir oder nie. So, ja, hier geht jemand in die Transformation, um Geduld zu lernen, um auch mal wieder wirklich von Power. Hier liegt jemand, der hat vielleicht auch vorgegeben, powerhaft zu sein. Power war aber nur Aggressivität, Ungeduld, hippelig sein, ja, dieses Unzufriedene. Hier wird jemand erlernen, danach auch tatsächlich hier dem Efeu, was hier aus dem Fels rausguckt oder rauswächst, zuzugucken. Oder dafür die Kraft haben, ja. Und dann wird man sich wahrscheinlich wirklich Sorgen über sich selbst machen. Was war ich eigentlich vorher? Möchte ich das weiterhin bleiben oder möchte ich ins Neue? Hier gibt es Entscheidungen oder auch Gedanken, die einen wirklich dazu hintreiben, so langsam aber sicher, bin ich der Gute oder war ich der Schlechte? Hier versucht man so beide Komponenten in eine zu kriegen. Das schwirrt ja auch sehr stark im Kopf rum, ja, und ist vielleicht auch auf der Suche um diese Antwort. Der Zeitpunkt stimmt nicht, was hier zwischen euch abgelaufen ist. Irgendwo zu erkennen, war es der Anfang, wo die Zeit nicht stimmte, war es in der Mitte, wo man hätte mehr Zeit für dich investieren müssen, was du vielleicht sehr viel beschäftigt. Ja, man geht hier der Ursache auf dem Grund sozusagen, um eine Erklärung für sich hier zu bekommen. Es kann sein, dass hier jemand auf das Ergebnis kommt, dass der Zeitpunkt wirklich eigentlich nie stimmte, dass man aber auch hier erfährt, wie belastbar man hier rausgegangen ist oder wie doll einen das trotzdem noch belastet, obwohl ihr vielleicht schon raus seid oder sich derjenige auch gegen dich entschieden hat. Ich mag dieses gegen dich entschieden hat auch nicht, sondern mit dir nicht konnte. Ihr konntet beide nicht miteinander, ja, auch wieder gepasst. Du bist für mich zu stark, ich passe, ja. Ich werde das Beispiel mal drin behalten, weil gegen dich entschieden, alleine das Wort, wie Angst, ja. So, gegen dich entschieden, macht dich automatisch schon selber wertlos. Du sollst ja hier eindeutiger bleiben und eindeutig für dich sein. Du wurdest hier nicht gegen dich entschieden, sondern man hat gepasst. Ich bin zu schwach, ich komme nicht an dich ran, ja. Durch dich oder mit dir. Du arbeitest mir zu viel auf. Mit dir fühle ich das, was ich ein Leben lang schon in mir spüre. Du sorgst für den Schmerz, ja. Das ist hier die einzige Sache. Man hat dich verehrt, man hat dich vergöttert, man konnte dich lieben, wenn es eine Liebesbeziehung betrifft. Man hat auch deine Anwesenheit geschätzt, aber auch das wieder, ich passe, du hast das Talent, Knöpfe zu drücken, die mir wehtun. Und das belastet mich einfach. Vielleicht konntest du das in den Situationen auch nicht verstehen, weil hier jemand auch nicht drüber gesprochen hat, ja. Aber es belastet einfach bis heute. 9 der Kelche. Eigentlich dachte man, man hat wirklich hier alles bekommen. Ja, man ist angekommen. Man hat vielleicht auch ein bisschen großkötziger mit Werten geprahlt. Ich bin's, ich kann's, bei mir bleibt jemand, ich werde jemand finden. Mir fehlt's an nichts, ich bin in dieser Phase, ja. Wird man eventuell überdenken, ob das alles ohne dich doch so wertvoll ist, was man hier besitzt letzten Endes als Hab und Gut oder wie man sich präsentiert. Hier wird man vielleicht auch nochmal umdenken und man kommt so leicht, aber langsam in diese Phase des erneuten Teufelkreises, ja. Man fängt ja an zu spinnen. Wortwörtlich mit der Spinne und dem Netz. Man hat hier wirklich das Gefühl, ich fange hier schon langsam an zu spinnen. Ich war eigentlich immer die starke Person und erinnert sich so an die Worte, dich brauche ich nicht oder wenn es nicht die genauen Worte waren, ich kann auf dich verzichten. Das ist wieder dieser Ablehnungssatz, der dir bei 10 der Schwerter wahrscheinlich bis heute drin kleben bleibt. Wertlos, ja. Hier ist unemotional einfach, dieser Mensch passt nicht zu dir. Er passt, wenn er aus der Situation gegangen ist. Er passt, wenn er mit gewissen
Situation in deiner Beziehung nicht klargekommen ist zu ihm, ja? Diese, hier hat man einfach auch Sachen, mit denen man nicht gesprochen hat und die holen einen hier wieder ein im Teufelskreis. Als Teufel, ja? Hier merkt man, oh, warum jetzt, ja? Hier ist man selber auf der Suche, warum kommst du mir jetzt ins Hirn rein? Schönen Dank. Oder warum vermisse ich jetzt gerade das, was ich davor hatte oder von ihm ihr gerade kriegen könnte? Hier ist doch jemand an meiner Seite. Oder ich habe doch Menschen, aber genau die schaffen es nicht, weil du hast es ja geschafft, die Knöpfe zu drücken, ja? Die man als sehr unangenehm empfand, aber jetzt braucht man eben oder bräuchte man diese Knöpfe. Jetzt wird einem bewusst, das war der falsche Zeitpunkt einfach. Und wir haben auch hier diesen Magier, der zum Weg verhilft, vielleicht auch mal die Formeln, ich will nicht sagen Formeln, aber hier muss ein Mensch erkennen, warum es dazu gekommen ist. Vielleicht wird man hier auch so leicht in die Magie in Anführungsstrichen eintauchen. Und so langsam verstehen, was das zwischen euch war, ja. Vielleicht war es ja wirklich magisch zwischen euch. Aber hier wird man wirklich dieses Konstrukt von Teufelskreis, warum denke ich daran? Warum fehlt mir genau jetzt gerade das, was ich bräuchte? Durch das Engelkärtchen als Bote, der Zeitpunkt stimmte einfach nicht in diesen Fällen, wann immer auch hier was passierte, dass man hier so überlegt, ja, welche Wege kann ich denn schaffen oder brauche ich, um hier rauszukommen aus diesem Gehängten, ja, man merkt, da kommt man nicht raus. Man kann sich auch nicht hier komplett hängen lassen. Das ist hier bei der Person überhaupt nicht möglich, ja. Hier kann man sich nicht einfach entziehen. Hier hat man auch noch Verantwortung und die muss man weitermachen, diesen Prozess. Hier wird man einfach was ganz Neues irgendwie erleben und merkt, aus diesem Teufelskreis kommt man tatsächlich nur raus, wenn man hier eine andere Denkweise hat, wenn man hier auch mal Träume hat, wenn man dazu steht, ja, vielleicht zum ersten Mal auch mal wieder versteht, Magie ist nicht unbedingt künstlich oder erfunden, sondern wenn man sich magisch angezogen fühlte oder man merkt, dass man magisch verbunden ist, dann ist das so. Hier fängt man an, man merkt, dass man nur aus diesem Teufelskreis rauskommt, wenn man hier mal so seinen Horizont ein bisschen für dieses, ich will nicht sagen kindliche, aber wenn man mal wieder so ein bisschen fantasiemäßiger denkt, eine Leichtigkeit hier spürt, über gefallene Sätze, vielleicht auch, ich habe dich verhext, ja, oder irgendwie so, vielleicht erinnert sich hier jemand, du bist doch verhext oder du bist doch nicht ganz knusper oder du wirst schon sehen, Karma oder irgendwie was, ja. In diesem Teufelskreis, wo man sich hier befindet, hat man das Gefühl, einen Bezug zu finden für eine eigene Art von Magie. Erklären kann man sich das hier wahrscheinlich auch nicht. Aber man merkt, dass diese Art von Magie einem aus diesem Teufelskreis rausholt, ja. Dass man hier sich schöner fühlt, dass man es sich tatsächlich hier schöner machen kann. Mit den Angaben, dass hier jemand versteht, okay, ich kann mir die Vergangenheit auch nicht wegdenken, wie ich das gerne hätte, ja, oder wegradieren. Das geht nicht. Du bist ja trotzdem ein Teil des Lebens hier gewesen und man sieht es tatsächlich auch ein hier als Ritter der Stäbe aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Man ist ja also gewillt, mit der Energie wirklich hier Power zu geben, los zu schreiten, auch mal die Sachen umzusetzen und vor allen Dingen so anzunehmen, wie sie sind. Hier hat jemand auch irgendwie das nicht verarbeitet, ja? Hier weiß selber jemand nicht, was ist das und stellt sich zu viele Fragen, wo eben das Engelkärtchen auch sagt, der Zeitpunkt stimmte nicht. Wenn es mit der Magie oder dem Empfinden und dem Nachdenken, gehängten Status hier wirklich einen Erfolg gibt, dann wird diese Person das auch spüren. Dass man hier hätte vielleicht viel tatkräftiger dir unter die Arme greifen müssen oder auch mal anzeigen müssen, du, es ist so, ich habe dich alleine gelassen, obwohl wir zusammen waren, ja. Und hier hat man das Gefühl, irgendwie eine Sache aufholen zu wollen, um auf sich selbst stolz sein zu können. Hier klickert irgendwie durch, dass man ja wirklich in einigen Fällen hier absolut versagt hat, gerade so mit zwei der Schwerter, ja. Auch dass man Ass der Scheiben, Münzen, wollte ich sagen, wäre ja auch richtig gewesen, dass man Ass der Münzen hier zurückbekommt
oder in die Energie schlittern darf und hier wirklich präsentiert. Ja, das ist so eine Art Präsentation der Umsetzung. Hier wird man oder möchte man einfach, hier kommt mir auch rein, das ist man schuldig, ja, das ist man dir schon fast schuldig, obwohl du dir denkst, so, du bist mir eigentlich scheißegal. Aber man will und verkörpert aus diesem Teufelskreis dann mit dem Teufel, dass, wenn man die Möglichkeit hätte, dir wahrscheinlich sagen würde, du hast mir ganz schön viel beigebracht, weil ich vermisse dich ja jetzt gerade oder irgendwas brauche ich von dir, was mir hier so reinkommt, ja. Dieses Magieartige. Und hier hat sich jemand einfach damit abgefunden, zu sagen, man, ja, ich war zu streng zu mir selbst, ja, ich war auch selber wahrscheinlich nicht eindeutig und fühle mich in der jetzigen Situation absolut gefangen und ohne diese Magie, wo man sich vielleicht gerne zurückerinnert oder ohne diese Leichtigkeit dazu, würde man das, was du ihm transportiert hast oder ihr, niemals so verstehen und sehen. Und das hat hier derjenige eben mit diesem Power-Ritt, ja? Power-Ritt. Drei der Stäbe. Jo. Auch wenn du es nicht hören willst, aber ich glaube, das ist auch für die Verarbeitung gut zu lernen. Ich gönne. Ich wünsche dir was Gutes, ja? Ich lege hier keine giftigen Sachen. Falle. Hier haben beide immer zu tun, ja? Nie du alleine, sondern hier haben beide Personen immer zu tun, in ihrer Energie, in ihre Mitte zu kommen. Meist auch mehr der, der dich verlassen hat, weil man ist ja dem nicht gewachsen gewesen. Man hat ja gesagt, ich passe, ja? Und man war ja auch schwach mit vielleicht Überaktionen, die überhaupt nicht gehen in Beziehungen, wie auch immer. Angekommen mit der Magie, um sich aus dem Teufelskreis hier zu befreien, hat man hier wirklich vor, eine andere Sichtweise, eine andere Weite sogar zur Erkenntnis zu kommen, die du auf dem Eremiten schon hast oder auf dem Turm als Eremit, ja? Hier wird man aus dem gehängten Status merken, oh Gott, Gesundheit zu wünschen, Entschuldigung, weil irgendwann kribbelt vielleicht die Nase, weil der Kopf runterhängt, keine Ahnung. Man wird hier eine Entscheidung treffen für sich. Es kann sein, dass hier jemand liegt, wenn er mit anderen Personen verbunden ist, dass man sich hier entscheidet und auch wieder sagt, ich passe, aber aus ganz anderen Gründen. Du bist mir zu einfach, ja? Ich habe gar nicht gesehen, dass genau diese Person, die hier liegt, meine Knöpfe gefunden hat. Ich habe den Schmerz jetzt erst verstanden. Warum ist Schmerz? Weil es mir wichtig war, habe ich aber nie zeigen können. Und hier wird sich jemand entscheiden, wohin dieser Weg hier geht. Das steht in den Sternen, weil wir haben hier drei der Stäbe und das weiß auch die Person selbst heute noch nicht. Aber dort angekommen, wird man hier nach einer Klarsicht, nach einer Weitsicht suchen und verstehen, was oder wozu eure Verbindung oder fähig war, fähig ist, sein wird, zu sein hatte, ja. Hier kommt so ein für beide, für euch, ja, dieser Zeitpunkt stimmte nicht und nur dadurch kann man hier aufarbeiten, was ist hier passiert. Das heißt, Entwicklung ist bei euch beiden ganz, ganz groß, nur du musst hier in deiner Eindeutigkeit bleiben, definitiv. Jetzt machen wir mal, nachdem das alles so bestimmt wurde, wo es hier weitergeht tendenziell, wenn man denn dann an diesen drei der Stäbe angekommen ist, wo man Magie kennengelernt hat, wo man merkt, oh nee, es hatte schon alles Sinn, es hatte schon alles den Grund, aber irgendwie kommt hier, ich muss mich selber befreien aus diesem Teufelskreis, ja. Ich habe mir selber was vorgesponnen, wortwörtlich. Führungsqualitäten, wir haben hier den Heiligen Geist. Bin ich auch der Meinung, dass hier wirklich eine Führungsqualität liegt oder ein Führungsmensch, der es vergessen hat, ordentlich zu führen. Vielleicht schafft man das bei anderen Menschen, aber hier hat eine Führungsqualität wirklich auch wieder Sinn, ordentlich zu führen, so wie du das vielleicht mal von deinem Gegenüber kanntest, was du sehr gewertschätzt hast. Du hast dich hier sehr sicher an der Seite gefühlt, was dich ja hier in vier der Stäbe auch wieder reinwachsen lässt. Das ist ja das, was du hier vielleicht auch sehr stark empfunden hast und deswegen auch in zehn der Schwerter mitbringst und dir denkst, wo ist meine Sicherheit, ja? Also, wie konnte ich, mit was hat derjenige das geschafft, dass ich mich überhaupt sicher fühle? Da war ja alles nur hohl. Aber hier hat wirklich jemand Führungsqualitäten, die man vielleicht auch mal ernst nimmt und auch versteht, in einer Beziehung ordentlich einzusetzen, dass es hier nicht um Kommandos geht oder um Erwartungen, sondern
hier ist jemand in manchen Situationen einfach stärker und könnte Führung übernehmen, die ordentlich und respektvoll ablaufen könnten. So, was haben wir für die Tendenz? Ein kleines Kind, okay, innere Kind, Themen aufarbeiten oder man ist sich wirklich hier mit den Führungsqualitäten bewusst, man geht hier komplett raus. Irgendwo geht hier jemand komplett raus, fängt neu an und sieht sich hier in der Position, auch dieses Magische für sich mitzunehmen. Ja, das, was Kinder öfter denken als Erwachsene natürlich, oder diese Leichtigkeit sucht im Magier, da stecken irgendwo noch Kräfte. Ich brauche nicht unbedingt das Sehen, damit ich daran glaube, ja, ich brauche irgendwie diese Prozesse, ob es nun für mich oder für dich mein Zauber war, man hat hier verstanden, das ist so mehr Leichtigkeit, was man hier empfinden kann. Na und dann habe ich wieder vielleicht ein Denken wie ein kleines Kind, aber damit geht es vorwärts. Damit führt sich derjenige schon fast selber in den neuen Lebensabschnitt rein, in die neue Transformation oder transformiert sich damit eben und weiß Führungsqualitäten, hat dieser Mensch in einer ganz anderen Art und Form und nicht so, wie du sie kennengelernt hast, hinten raus, ja. Vorne durftest du wahrscheinlich schon diese Führungsqualitäten einfach sehen dürfen, die man verloren hat in sich selbst, ja, weil hier einige Sachen mal wieder aufgearbeitet werden. Ich ziehe mal als Erkenntnis für dein Gegenüber nochmal hier so ein Botschaftskärtchen und dann sind wir hier erstmal durch. Aber dazu, nur durch deine Eindeutigkeit fließt hier jemand, ja? Ich betone das stark, anders geht's nicht. Ja, und bist du ganz bei dir? Ach, das ist die Antwort. Vielleicht sind das sogar die Sätze, die hier reinfallen, an die man sich erinnert, ja? Das, was du hier zurückgelassen hast. Vielleicht hast du hier wirklich Sätze gesagt wie, sag mal, bist du bescheuert? Bist du bei dir? Oder kommst du noch klar? Und diese Sätze gehen gerade hier so rein und sagt zum ersten Mal zu sich selber, wenn du eindeutig bleibst in deiner Linie, ja, jetzt verstehe ich, ja, jetzt wird mir die Klarheit gegeben, ich bin aus dem Gehängten raus, ja, die Antwort ist ja, bist du ganz bei dir. Du hast vielleicht auch oft gesagt, du musst mal in die Mitte, du bist verstreut, du kannst doch nicht verschiedene Personen abgeben, sei doch mal klar oder bleib doch mal bei dir oder irgendwie so, ja, das ist hier ein Satz, der von dir rüber transportiert, geschellert bekommt, wo man vielleicht schmunzelnd da sitzt und wirklich sich sagt, ja, aber dieses Ja ist wirklich das Ernstzunehmende, was man sich hier, Entschuldigung, was man sich hier bei drei der Stäbe dann wirklich sehnt. Hier geht's in die Erinnerung, in dieses Vergangenheit habe ich jetzt auch abgeschlossen. Ich habe auch erkannt, dass wirklich sehr viel an mir gelegen hat, wenn ich hier in so einem Prozess bin, dass mir diese Person fehlt, sprich du. Hier ist man mit Ehrlichkeit unterwegs, ja. Man gibt es vielleicht nicht zu, dass man hier erkannt hat, oh ja, da bin ich schuld. Warum liegt hier noch eine Karte? Die gehört ja auch noch zu deinemjenigen. 5 der Kelche. Oh ja, man wendet sich hier gerade wirklich von sämtlichen Sachen ab. Aber nur, wenn man deine Energie sehr eindeutig spürt, ja? Man ist hier wirklich mit der jetzigen Situation nicht mehr in einem. Und vielleicht ist das hinten raus auch die Frage, die du öfter mal an den Kopf gekloppt hast, in der Fragestellung vielleicht anders, aber von Bedeutung sehr stark. Bist du ganz bei dir? Und das fragt sich derjenige, die Energie wird rüber transportiert, ja. Hier lehnt man sehr viel ab. Man will damit nichts zu tun haben, hier drin, ja. Aber der Weg, die Tendenz, habe ich euch gesagt. Und das passiert wirklich nur, wenn du eindeutig hier bleibst. Du transportierst und vermittelst. Nicht, dass du hier jemanden unbewusst heilst. Und selbst wenn, dann ist es deine Stärke, die man hier vermisst, ja. Es geht um dich in erster Linie, dass du eindeutig bleiben musst und das spürt derjenige auf irgendeine Art und Weise zurückkommend, dass es dir, warum auch immer, gerade vorzüglich geht, ja, auch wenn du gelitten hast wie ein Schwein.
Ansonsten passiert hier der Prozess nicht. Aber das alles kommt zur Erkenntnis, wenn du wirklich hart mit dir ins Gericht gehst, eindeutig bleibst. Und dann wirst du zu hohen Ehren kommen, wo hier jemand, wenn du zu hohen Ehren kommst, hier erstmal auf der Strecke steht und sagt, ach nee, das war das Falsche, sorry, ich habe drei der Stäbe gesucht. Wie geht's jetzt weiter? Dann bist du schon bei hohen Ehren angekommen. Du hast dein Ziel erreicht für dich. Dein Ziel, deine Zielsetzung ist deine eigene, nicht die, die andere von dir sehen oder spüren wollen. Ja, ihr Lieben? Dankeschön. Danke, danke. Ach, mich juckt's, ey. Ich habe gestern ein paar Tarotkarten sortiert. Ich will einfach ein großes Arkanum für die Tendenz der Stern, die Hoffnung, das Fließen, das Säubern, ja, dieses Kraftschöpfen. Es ist ein wunderschöner Ausgang für dich. Glaub an dich, glaub daran, es wird, sei eindeutig, ja. Mach dich nackig für dich, wortwörtlich, wie auf dem Kartendeck. Sei du selbst so, wie dich dein Wissen geprägt hat in dieser Situation. Reinige das schon fast förmlich, ja, und sei für dich einfach eindeutig. Das, was du schöpfst, ist erstmal für dich. So könnte man das auch stellvertretend sagen. So, ihr Lieben, ganz schneller Abbruch, bevor ihr irgendwas noch abbricht. Bleibt gesund, tschüssi und danke für jeden Einzelnen, der zugeguckt hat in dieser Mega-Special-Analyse mal wieder. Ich frage mich, wann es kürzer wird, nur mit Zeit unmöglich. Tschüss.